Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es um das neues Event 2024. Und wenn ihr grundsätzlich meine Videos mögt, vergesst den Like nicht. Das neues Event 2024 startet am Montag, den 1. Januar um 10 Uhr Ortszeit und geht bis Mittwoch, 3. Januar, 20 Uhr Ortszeit. Danke Niantic. Super kurz. Warum? Wieso? Es ist ein tolles Event, würde ich sagen, aber es ist viel zu kurz. Großes Highlight ist auf jeden Fall ein Pummelhof mit Schleife. Weiß zwar nicht unbedingt warum, aber immerhin, man kann es direkt weiterentwickeln. Warum nicht? Und es kann natürlich shiny sein. Ich bin echt gespannt, wie sich die Pokémon so in der Wildnis denn so tummeln werden, weil es gibt recht wenig Kandidaten. Wir haben Pummelhof mit Schleife, Huthut mit neues Outfit, Flampion und wenn ihr Glück habt, Bronzel. Warum ist Bronzel selten? Weil es Permaboost hat beim Shiny. Also wer Bronzel bekommt, der kann sich zwar drüber freuen, aber irgendwann ab dem 4. freut man sich nicht mehr so stark drüber. Es wird Feldforschungen geben mit Flampion, Bronzel und Sternenstaub. Das werde ich euch auch im Detail zeigen. In den Raids haben wir Bisasam mit Partyhut, Glumanda mit Partyhut, Shiggy mit Partyhut, Huthut mit neues Outfit oder auch Huthut mit Hut. Klingt sowieso viel besser. Wampel mit Partyhut. In den Dreier-Raids haben wir Radikal mit Partyhut, Nidorino mit Partyhut, Gengar mit Partyhut und Wuingenau mit Partyhut. Also alle Pokémon mit Partyhut sozusagen. Eigentlich ganz nice. Ich hoffe, euch gefällt's. In den Fünfer-Raids haben wir Chabelle, aber nur bei uns in Europa. Wenn ihr noch woanders eingeladen werdet, könnt ihr auch Mosquito oder Voltriant beraiden. In den Mega-Raids haben wir Mega Ampharos. Im Shop soll es einen Flampion-Hut geben. Den konnte ich jetzt aber komischerweise nicht entdecken, obwohl es schon nach 10 Uhr ist. In diesem Event sollt ihr wohl ausbrüten. Die 7 Kilometer Eier sind besondere Eier und zwar sind da nur Baby-Pokémon drin. Pichu mit Partyhut, Pi, Fluffeluff, Togepi, Rabautz, Cursilla, Illikit, Magby, Azurill und Isso. Zum Glück gibt es auch eine Brutdistanzverringerung. Eine halbierte Brutdistanz gibt es im ganzen Event. 3 Tage, okay. Und es gibt eine geviertelte Brutdistanz, aber nur bei den ersten 3 Eiern, wenn ihr die Eier mit den Widget in die Brutmaschine legt. Im Shop könnt ihr euch noch für 99 Cent eine zusätzliche Forschung kaufen, die werde ich euch dann noch zeigen. Und schaut mal in die Ferne, da wird jedes Mal Feuerwerk erscheinen, auch tagsüber, aber nachts sieht es dann richtig toll aus. Es wird auch Showcases geben und zwar mit Pummelhof zum Beispiel. Ob es noch weitere Pokémon in den Showcases gibt, weiß ich nicht. Ich könnte mir natürlich auch Huthut und Flampion vorstellen. Der Showcase geht dann bis 3. Januar 20 Uhr Ortszeit. Im Shop gibt es dann 2 Tickets. Das erste Ticket ist das Eierleid Zugang für Januar. Der erscheint nämlich auch erst um 10 Uhr und ihr könnt dann diese befristete Forschung bis 31. Januar erledigen. Die Forschung kostet 5,99 Euro und es gibt insgesamt 4 Seiten. Ihr bekommt jede Menge Erfahrungspunkte und Sternenstaub. Außerdem habt ihr dann für den ganzen Januar folgende Boni. Ihr bekommt jeden Tag beim Dreh des ersten Pokestops eine Brutmaschine. Beim ersten Dreh des Tages bekommt ihr dreifache XP, beim ersten Fang des Tages dreifache XP. Ihr könnt 50 Geschenke öffnen, ihr könnt 150 Geschenke verschicken und ihr könnt in eurem Inventar 40 Geschenke sammeln. Bei Niantic hat irgendjemand vergessen, auf den Knopf zu drücken. Man kann diese Forschung komischerweise dieses Mal nicht weiter verschenken. Naja, vielleicht passiert das ja noch in 1-2 Tagen, weil dann ja mal wieder jemand da wäre, der auf diesen Knopf drücken kann.
Immerhin kann man aber das zweite Ticket für 99 Cent an Freunde verschenken. Und das ist eine befristete Forschung mit einer Seite. Ihr sollt 1 Kilometer laufen, 20 Pokémon fangen, 2 Eier ausbrüten und 4 Schnappschüsse von wilden Pokémon machen. Da bekommt ihr Pummeluff, Hoothoot mit Hut und Waumpel mit Partyhut. Auch sehr cool. Und ihr bekommt 100 Pokémünzen. Wow! Richtig geile Forschung und jede Menge Erfahrungspunkte. Mega nice. Und ich habe dieses Ticket auch verschenkt und zwar an folgende Trainer: an Christian, Marcel und Doso, die immer fleißig bei meinen Livestreams dabei sind. Viel Spaß mit dem Ticket. An den Pokéstops gibt es event-exklusive Feldforschungen. Fange 5 Flampion. Und ihr bekommt ein Flampion. Sehr einfallsreich, Niantic. Und maximale WP ist 618. Und es kann aber auch sein, dass ihr einfach nur Sternenstaub bekommt. 2024. Wer hätte das gedacht? Warum nur? Ja, ist ganz okay. Die Feldforschung Fange 3 Bronzel wird wohl selten sein. Auch hier bekommt ihr dann ein Bronzel raus und die maximale WP von diesem Pokémon ist 258. Und es kann aber auch sein, dass ihr Sternenstaub bekommt für 2024, auch wieder 2024 logischerweise. Und ansonsten gibt es noch die Feldforschung Brüte 2 Eier aus für 2024 Sternenstaub. So, das war's von dem Event. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr mit ganz viel Shiny-Glück. Und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie euer Silvester gewesen ist und was ihr so für 2024 erwartet von Pokémon Go oder Events. Und ja, bin gespannt auf eure Antworten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir, wie zum Beispiel mein Twitch-Kanal, wo ich regelmäßig streame. Bis zum nächsten Mal. Batsch!